kommen wir da rein in die Wohnung. Es war nichts drin. Wir total müde, nur zwei so Militärbretschen. Zwei Militärbretschen, sag ja nichts anderes. Also, doch, Klopapier, so. Das haben sie uns dann von den 520 Euro abgezogen. Jetzt alle gleich. In der ersten Nacht bricht sie zusammen mit der Militärbretsche, die war richtig eingeklemmt. Ich brach nicht zusammen, weil ich nicht geatmet habe. Ich habe mich auch nicht gedreht auf der Bretsche. Naja, aber ich fand es nicht so lustig, weil ich habe einen Oberschenkel-Halsbruch schon hinter mir. Und wenn es genau wieder auf die Stelle geht, wo ich die neue Hüfte habe, das ist ja zusätzlich, also fand ich ja nicht. Auf jeden so Fall bekommen wir am nächsten Morgen ein goldenes Kuvert, Inhalt 521 Euro. Dann wurde uns erklärt, und das ist kein Spaß, wir sollen damit leben, mit diesen 521 Euro. Die haben das sowas von ernst genommen. Da war ein Vollpsychopath bei der Produktionsfirma. Und dieser Vollpsychopath hat nichts anderes gemacht, wie hier im Kiosk den ganzen Tag immer abends die Kassenbons zu verlangen. Also wenn wir uns hier eine Wurstsemmel oder was gekauft oder ein Red Bull, 1,80 Euro, weiß genau ich alles. Sofort aufgeschrieben und okay, das geht ja von unserem Geld runter, damit wir ja nichts vergessen und so. Ne? Also die haben das schon ziemlich genommen. Hattet ihr damit gerechnet, dass das so wird? Nein, damit habe ich nicht gerechnet, dass es so wird. Ich habe mir schon lockerer vorgestellt. Etwas lockerer. Ich hatte jetzt keine. Natürlich wussten wir die Regeln, das war ja ganz klar. An die wollte ich mich aber nicht halten. Ja, es gibt immer so Regeln, oder was gezeigt wird und was man dann. Ich mache Fernsehen seit 20 Jahren, ich weiß das. Aber hier war das psychopathisch die Produktion, die ich hier erlebt habe. In diesen vier Wochen, da gab es Dinge, die ich leider nachher auch bereut habe, sie vielleicht auch. Aber wir haben manchmal Worte uns gegeben, die ich nicht kannte. Nein, ich würde sagen, ja, die Diskussionen waren vielleicht etwas lauter. Ja, extrem lauter. Also ganz extrem laut. Und das bin ich nicht gewöhnt, da bin der Krieg Kopf. Und das waren so Dinge, man hat gemerkt, es ging auf die Nerven, wenn du was verstehst, wie ich es meine. Und es war auch eine Belastungsprobe für unsere Beziehung, muss ich dazu sagen. Nur wir hatten irgendwo so viel zu tun, auch dass wir, ehrlich gesagt, die ganzen Eindrücke und alles, dass wir kurz darauf. Das war eine andere Welt für uns.